Homo setzt unseren Preis. Die letzte Flamme, die uns fehlt. Knallrotes Feuer. Na los. Ich bin ready. Oh Gott, ein großer Feuerball. Oh. Alles okay da drin? Na gut, wie du meinst. Alles abmacken. Geschafft. Und nun haben wir die letzte Flamme, die uns fehlte. Dins Flamme hat dein Schwert verstärkt. Es hat nun die Kraft, das Böse zu vertreiben. Schon wieder dieser Abdruck. Aber jetzt leuchten alle drei. Gebieter, dank der drei heiligen Flammen hat das Schwert nun seine wahre Form angenommen. Du besitzt nun das Master Schwert. Ja, Meisterschwert oder Master Sword. Ich nenne das Master Sword. Jetzt kannst du das Zeitportal im Tempel des Siegels öffnen. Ich empfehle, zum Tempel des Siegels zurückzukehren. Alles klar. Zum Tempel des Siegels. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wo das war, um ehrlich zu sein. Und wow, dieser Kampf ging länger als erwartet, sehe ich gerade. So, da sind wir wieder im Wolkenhort. Diesmal sogar ist Ingi dabei, denn es ist mal wieder Zeit, ein paar Quests zu erledigen. Habe ich nicht recht, Ingi? Ja, es ist mal wieder einer dieser Ingi und Mike-Folgen. Also es ist eine Ingi-Folge. Achso, eine Ingi-Folge. Weil nur ja, Ingi mit dabei ist. Begrüße erstmal Pika. Ja, genau. Ach, du bist ja schon wieder hier. Habe ich dir einfach gefehlt? Willst du vielleicht irgendwas verstauen? Wir haben ja eine neue Flasche gefunden. Hier. Genau. Und die würde ich gerne mitnehmen. Jetzt ist nur die Frage, was tue ich dafür weg? Und ich bin am überlegen, vielleicht die Herzmedaille wegzutun, weil wir haben jetzt so viele Herzcontainer. Brauchen wir da noch Herzen unbedingt? Ich weiß es nicht. So sieht schön aus. Finde ich, so sieht schön aus. Wenn du so alle Richtungen in eine Flasche legst. Finde ich besser. Bye. Okay. Du. Können wir was upgraden? Genau, wir können upgraden. Und zwar können wir zum einen... Das wirst du gleich farmen gehen. Das gehen wir gleich farmen. Aber wir können uns schon mal einen göttlichen Schild machen. Und den machen wir auch sofort. Göttlich. Hä, was? Ja, hab ich gedrückt? Ja, kein Problem. Okay. So, ich bin fertig. Das gehört dir. Ein göttliches Schild. Dieser mysteriöse Schild repariert sich selbst und ist um ein Vielfaches robuster als sein Vorgänger. Und es sieht auch echt cool aus. Oben so eine Figur dran. Nice. Okay, vielleicht sogar schon das beste Schild, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall gehen wir ganz kurz Wüstengras sammeln, das geht super schnell und wir sind auch schon wieder hier. Dass es so schnell geht. Okay. Jetzt aber wirklich, jetzt wollen wir uns einen richtig heftigen Bogen upgraden, ja? Hier, einen heiligen Bogen, der kriegt so richtige Engelsflüge. Let's go. Das Geld sollen wir dafür haben. Ich hoffe, wir haben noch genug Geld für andere Sachen. Sonst müssen wir wieder farmen. Da habe ich keinen Bock drauf, aber mal schauen. Wäre dann halt so.
Was müssen wir farmen? Ich war kurz weg, Entschuldigung. Wow. Aber wir haben den heiligen Bogen jetzt. Die heilige Macht der Göttin verleiht ihm die Kraft und bringt Verderben über all deine Feinde. Hehe. Damit haben wir, glaube ich, jetzt... Mach Kaffee. Achso, warte, wir können nochmal mit Pika reden. Ach, da bist du ja schon wieder. Nö, mehr brauche ich nicht. So. Ich kaufe nur einen. Einer sollte reichen. Einen roten Trank sollte reichen. Und dann gehen wir jetzt erstmal zu... Terry! Zu Terry! Da ist er auch schon! Der Gute. Und nicht vergessen, dort kaufst du bitte nichts. Okay. Ja, das Herz kaufst du noch nicht. Achso, nur das Herz soll ich nicht kaufen. Genau, das alles andere darfst du kaufen, das Herzteil aber nicht, weil das Herzteil das teuerste ist und da gibt es eine Sache, warum du es nicht kaufen sollst. Okay. Ich möchte nicht, dass ich krass bin im Spiel. Uns fehlt aber nicht mehr wirklich viel, ne? Wir haben schon sehr viele Herzen. Herzen bist du fast durch, tatsächlich. Okay. Dann wollen wir uns die Medaille schnappen? Haben wir genug Geld? Ich hab nicht. Doch! Die holen wir uns! Eine Insektenmedaille, damit findest du Insekten leichter. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr, ist eigentlich ein gutes Starter-Item, aber... Egal. Ja, du brauchst halt die Insekten, kannst du halt relativ gut benutzen, um Tränke aufzuwerten. Quest machen. Ich will jetzt gerade überlegen, welche Quests es jetzt noch gab. Was es jetzt auf jeden Fall geben sollte, geh mal zum Übungsgelände. Sowas, also dort, wo du am Anfang das Schwert bekommen hast. Ja, was gibt's da? Wirst du gleich sehen. Okay. Das ist unser lieber One Punch Man. Oh, unser One Punch Man. Na, oh, guck ihn dir mal an hier. Boah, ey. Boah, die Muskeln hier. Krass. Hallo Mike. Also mal bei sicher bin ich an dem Punkt, an dem sich meine Muskeln nicht mehr weiter stehen lassen. Ich würde mich gerne einer neuen Sache widmen. Ha? Was ist das denn für ein schöner Bogen, den du da hast? Du kannst bestimmt sehr gut damit umgehen. Natürlich. Du bist unglaublich, Mike. Ich könnte 3000 Liegestütze machen und wäre nicht einmal annähernd so stark wie du. Dann zeig mir doch mal, was du mit dem Bogen alles drauf hast. Oh nein. Ich werfe gleich ein paar Kürbisse in die Luft. Zeig mir, ob du sie mit deinem Bogen abschießen kannst. Du kannst deine Fertigkeit mit dem Bogen üben und nicht meine Muskeln durchs Kürbiswerfen stehlen. Oh Gott. Okay, wir versuchen es. 90 Sekunden. Triffst du mehrere Kürbisse in Folge, erhöht sich deine Punktzahl? Schau nicht an. Okay, dann muss ich die Kürbisse bezahlen. Okay, ja gut. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Lebensmittelverschwendung, juhu! Okay. Oh Gott, das ist... Der wirft Spider-Man nicht immer auf die gleiche Stelle. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deshalb bin ich leise. Ah! Wenn ich voll auflade, kann ich direkt drauf zielen. Aber mit Bewegungssteuerung ist es, glaube ich, besser als mit... Bin so richtig schlecht gerade. Mhm. Okay, das muss man auf jeden Fall üben. Ah! Okay. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich brauche. Weißt du das? Ich glaube so um die 200 Punkte oder so. Was? Du musst dir vorstellen, die Punkte verdoppeln sich immer. Bis zu, ich glaube... Ich habe unendlich Pfeile zumindest. Keine Ahnung. Okay, 100 habe ich schon mal. Aber jetzt ist leider vorbei. Obwohl ich es knapp... Kommt immer 10 dazu, deswegen soll das gar kein Problem sein. Oh, schade. Oh, schade. Ich hätte es fast geschafft auf 200. Aber es war kein schlechter erster Try. Sagt es dir aber dann auch. Das ist großartig. Du kannst bestimmt noch besser. Nächstes Mal versuchst du einen Punkt davon 400 Punkten zu erreichen. Okay, waren 400 Punkte. 50 hart verdiente Rubine. Kann man auch Geld farmen? Ist es das, was du meinst? Ja, das ist das. Damit kannst du auch relativ gut Geld farmen, tatsächlich. Okay. Okay. Unser One Punch Man gibt uns unser hart verdientes Geld. Ein. Okay, wir müssen konzentrieren. Deshalb bin ich jetzt leise.
Mann! Ich muss hoffentlich nicht jeden einzelnen treffen, das wäre kacke. Das wäre echt kacke. Nee, musst du glaube ich nicht. Boah, das ist nice. Okay. Boah, 40! Boah, 50! Junge, ich rock das Ding! Ich dachte, das wird extrem schwer, aber so schwer ist es gar nicht, oder? Naja, du brauchst halt gutes Aim, ne? Ich mag's halt gerne am Boden treffen, statt in der Luft. Hier kommt das, ich mag's andersherum, ich mag's eher in der Luft. Okay. Aber das ich mag gerne predikten, wo es landet. Ja, ja, das ist auch eine Sache, die kannst du auch machen. Ah, das ist noch möglich. Obwohl, er braucht so ewig lang zum Schießen. Ah, nee, das wird nichts mehr. Aber guter Try. Oh, das erinnert mich an die Lore. Das ist genauso was wie bei der Lore. Einfach perfekt üben. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns mal in meinem besten Try wieder. Und ja. Genau, die Taktik ist immer komplett voll aufladen. Und dann musst du es nur anvisieren. Du musst es nicht predikten, dass ich erstmal so schieße und dann trifft es erst ganz kurz danach. Sondern du kannst einfach direkt, wenn es in deinem Crosshair ist, schießen. Das ist gut, wenn du es auflädst. Du hast genug Zeit aufzuladen. Das finde ich halt super. Ne? Ja, dann findest du es einfach nur. Alter, mal zwei? Ja, das war nämlich ein leuchtender Kürbis. Das ist ja der beste Try. Direkt der nächste Try ist der beste. Brauchte ich ja gar nicht. Cutten. Hab ich aber erst. Jetzt pass auf, jetzt krieg ich keine 40 Punkte zusammen. In den nächsten 40 Sekunden. Pff. Oh nein. Bitte nicht. Du hast einfach keine vier Kürbisse zu treffen. Drei. Na, Junge! Oh mein Gott, deine Chance ist einfach wirklich nicht. Junge, ich geh heulen! Ich geh heulen! Ja, geht doch! Ich wollte schon sagen, ich werde sonst noch eine Socke hier essen. Live in der Aufnahme, wenn ich das nicht schaffe. Aber easy. Boah, die sind schwer, wenn man die gar nicht mehr sieht im Bildschirm. Boah, ich kann nicht so weit nach rechts gehen. Das ist schwierig mit meinem Setup. So, mehr weiter geht nicht. Okay. Aha, 445 Punkte, das ist ja unglaublich. Hier, das ist ein Preis. Was? Ich meine aber, da ist nichts irgendwie an Herzteilen, meine ich. Das guckst du bitte nach, Ingi, bevor ich jetzt meine Zeit dafür aufgebe. Der hat mich um 30 Rubine gescampt, ne? Der hat mich um 30 Rubine gescampt! Der war durch und durch. Ich will mein Geld zurück! Gib mein Geld! Wo hast du dein Geld? Hier in der Tasche? Hier? Nee. Da oben? Nee. War ich da unten? Nee. Der hat mein Geld verschluckt. Eieiei. Okay, also laut Inge gibt es hier kein Herzteil, nichts Besonderes, nur halt Sammelgegenstände, die wir sowieso schon eigentlich ziemlich viele im Moment haben. Also noch brauchen wir das hier nicht, deshalb lassen wir den erstmal wieder in Ruhe. Und Inge, wo ist unser nächstes Ziel? Okay, unser nächstes Ziel ist das Bett. Das Bett? Genau, weil wir machen jetzt... Achso, eine Nacht wollen wir weitermachen, okay. Genau, wir wollen nämlich jetzt hergehen und die ganzen, ja, die ganzen wilde Güte... Wir wollten heute noch sammeln. Weil wir haben ja erst 50. Es gibt ja über 100. Deshalb müssen wir uns da ein bisschen... Was mache ich hier? Moment, ich kann dir sogar genau sagen, wie viele. Ne, ich weiß es schon. Ich weiß es doch. Wie brauchst du denn? Ich weiß es doch. Kriegen wir denn jetzt jedes einzelne davon schon? Oder... Also wir gehen jetzt her und sammeln jetzt alle, die noch irgendwo auf Wolkenhort sind, weil du hast jetzt die Aura-Suche und dementsprechend können wir jetzt hergehen. Ja, ah ja, habe ich, stimmt. So, und damit können wir jetzt hergehen. Für die, die es nicht wussten, hier ist immer ein blauer Rubin.
Also. Und wo ich genau weiß, wo eins ist, ist nämlich in Zeldas Zimmer. Da kommen wir gar nicht rein. Da kannst du rein jetzt. Ach, jetzt kann ich da rein? Seit wann das denn? Kannst du jetzt, weil du die Greifhaken hast. Du gehst hoch, außerhalb, also du gehst erstmal raus. Aus dem Ganzen. Ja, dann geh ich von oben raus oder ist nur unten auf. Man, irgendwann nur, entweder war nur oben oder nur unten. Oben ist auf jeden Fall auf. Nur oben. Oben ist auf jeden Fall auf, ja. Also ich soll erstmal aufs Dach klettern, dann kann ich irgendwo so einen Schornstein runter wie der Weihnachtsmann. Mike, hast du, bist du sicher, dass du das Game gerade blind spielst? Ja, war das richtig? Ja. Wie komme ich denn da hoch? Du warst da ja schon mal oben. Ich war da schon mal oben, richtig. Aber da hatte ich eine Kiste dafür. Da bin ich da, doch mit... Achso, hier! Oder? Ja. Das war Folge 1, als ich hier oben war, glaube ich. Das ist schon so lang her. Genau, das ist so... Da war Mike noch ein kleines Kind. Ah genau, hier, das war das mit der Kiste. Ich wusste irgendwas, da war das mit der Kiste, dass man nach oben konnte. So, hier war das. So, ich meine aber, hier ist keins drauf. Du müsstest jetzt... Da siehst du den Schornstein da hinten? Den? Den da, ja. Schau dich da mal mehr um. Also mit dem, am besten mit dem Greifhaken direkt. Was war das denn? Ich hab irgendwas gesehen. Egal. Mit dem Greifhaken kann ich mich da reinschießen. Oh Gott, das ist aber böse versteckt. Ey, muss man im richtigen Winkel da rein, oder was? Hier, du solltest offen. Vielleicht nicht so nah dran stehen, oder? Komm schon! Du solltest vielleicht nicht da so nah dran stehen, Mike. Soll ich auf den Zaun klettern? Nein, du sollst auf die, vielleicht mal auf die andere Seite des Schauens, ein bisschen weiter von ein bisschen ja, weiter okay, weg. Von hier geht's auch. Wenn ich treffe. So. Okay, man muss ein bisschen weiter wegstehen. Jetzt gute Reise, Link! War gar nicht so staubig. Ja, also. Okay. Was macht der Papa von Zelda hier? Es ist, der badet dort gerade. Das konnte ich sehen! Aber ich frag mich, was Link zu dieser Zeit hier macht. Oh! Kannst du halt auf dem Kissen? Ein Juwel. Eins. Das ist der ganze Aufwand für eins. Ich dachte, ich krieg mindestens fünf. Also, nein. Leute. Das mit mindestens fünf, das war. Nicht hingucken. Nicht hingucken. Oh, da hingucken. Ein Herzteil. Dass einfach belohnt wird, dass man da reinschaut. Was zum Teufel, Nintendo? Was steht denn hier? Zeldas Tagebuch, möchtest du es lesen? Ja. Morgen ist die Vogelreiter-Zeremonie, ein weiterer Schritt für den Weg zum Ritter für Mike. Ich kann es nicht erwarten, ihn endlich als Ritter zu sehen. Aber in letzter Zeit hat er gar nicht mehr geübt. Ich werde morgen sehr früh aufstehen und ihn zum Üben zwingen. Er muss unbedingt gewinnen, ich will die Siegszeremonie nur mit ihm feiern. Oh, das ist aber nett. Ich möchte aufstehen, ja. Kann man durchschauen. Nicht schön, nicht so gut gebaut hier. Ja, das ist halt... Wer bist du denn, mein Kleiner? Guck mal, ich bin so ein kleiner Zwerg. Na, ein ganz kleiner Zwerg ist das. Das ist ein ganz kleiner Zwerg. Okay, dann wollen wir... Nein. Nicht schlafen. Nee, du gehst raus. Ich kann hier raus jetzt? Ah, von hier ist nicht verschlossen. Warte, lass mich raten, jetzt kann ich nicht mehr rein. Doch, ach, jetzt kann ich für immer rein, aber das bringt mir halt nichts mehr. Na gut. Das war für ein einziges. Das hilft uns nicht weiter, ja, Inge. Wir brauchen mehr. Nee. Ja, genau, wir brauchen mehr. Deswegen gehst du jetzt her. Gehst mal auf die Aurasuche. Soll ich wieder rausgehen? Ja, aber stell dann erstmal was bei der Aurasuche gleich ein, wenn du gleich draußen bist, ne? Ja. Und zwar gehst du auf die Juwelen der Güte. Genau. Und damit kannst du jetzt immer wieder gucken, in welcher Richtung die sind. Ich riech was. Es riecht nach Juwel der Güte. Oder will ich nicht runterspringen? Hier ist sonst nichts mehr in der Richtung? Nee, nur noch hier durch. Okay, wo könnte es sein?
Unten. Irgendwo hier unten. Das Feuer da? Ja, doch. Das ist schon ein richtiger Weg, glaube ich. Und ich weiß, wo es ist. Wo hast du damals den Pool gerettet? Da ist er jetzt. Ja, deine Richtung sollten die sein. Also müsstest du, solltest dort. Nee, hier. Ah. Der zeigt woanders hin. Ja, aber der hat ja auch in die andere Richtung auch noch eins angezeigt. Das sind mehrere hier, ne? Das auch nicht vergessen. Da? Hier im Gebüsch? Nein. Nee. Da drinne? Ja, da kann es sein, da kann eins drin Riesas sein. Riesas Haus. Wer ist denn Riesa? Kennen wir wohl? Kennen wir bestimmt. Der ist wohl Riesa. Ah. Okay. Okay, hier doch nicht drin. Doch nicht hier. Nee, doch nicht hier drin. Du musst halt gucken, in manchen Häusern sind Juwelen der Güte und manche nicht. Und manchmal sieht das halt so aus, als wären die da drin. Ich weiß auch gerade auch nicht im Kopf, wo die genau sind. Sieht aber eindeutig aus, vielleicht oben. Hallo? Willst du mitziehen? Hey! Nicht an mir! Aber der zeigt doch da an. Oh, nett. Hier noch eins? Oh, das ist aber nett. Ihr seid aber nicht nett. Oh, du freaking Federviech. Oh, Junge. Unnötig. Dann geh mal da hinten ins Haus rein. Da rein, da rein. Aua! Aua! Hilfe! Böse Miezetatzen! Ja? Ne, guck dich mal genau hier um. Achso, nicht mit Leuten reden. Hier vielleicht? Mhm. Ach, jetzt habe ich einfach mal nicht mal, in die Schränke. Nimm mal wieder die Aura-Suche raus. Oh. Oh. Ich bin, ohne Scherz, Mike, ich bin so oft in so vielen Playthroughs an genau diesen Teil vorbeigegangen. Ein einziges schon wieder! Wie soll man da über die 100 kommen? Oh Mann! Wir sind beide so blind, ey. Aber Mike, das ist eine Sache. Dieses, an diesem Teil bin ich schon so oft vorbeigegangen. Ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Das, was ich irgendwie geholt habe. Okay, dann. Dann hol mal wieder dein Auge raus, wir gucken, ob es noch mehr gibt. Also hier in der Richtung scheint nichts mehr zu sein. Genau. Wir haben aber noch hier irgendwo. Genau, das ist aber, glaube ich, das, was bei dem Vogel war. Nee, da hinten ist noch eins. Oder? Hinter uns. Hier im Wasser. Nee, nicht im Wasser. Das ist das, was. Mike, das ist das, was ich gesagt habe. Das ist genau das, was ich meine. Was, wo der Vogel eingesperrt war. Da ist auf jeden Fall, müsste auf jeden Fall noch eins sein. Ja, dann gehen wir da erstmal hin, dann gucken wir, wo das Signal ist, noch so führt. Das war hier der Weg, ne? Und dann durch die Höhle. Mhm. Okay, die Höhle sollte ja mittlerweile kein Problem sein, ne? So in Folge 1 oder 2, wann auch immer das war. War das vielleicht noch ein bisschen problematisch? Ah! Aber jetzt mit Controller ist das einfach. Allgemein ist mit meiner Experience und meiner Kraft. Wir haben einen Master Sword hier. Haben hier gar nichts zu melden, ja? Kein bisschen. Oh! Hab ich die verpasst? Oder kann man da erst jetzt hin? Wahrscheinlich ich glaube, die hast du verpasst, aber die ist sowieso. Da ist sowieso, glaube ich, nur ein Rubin oder so dran. Wie will man denn da hinkommen? Kann man da hochklettern? Keine Ahnung, ich nehme die einfach nie. Deswegen weiß ich noch nicht mal, was da genau drin ist. Ja. Und da oben musst du runterspringen. Da müssen wir erstmal hinkommen. Ich kann mich überhaupt nicht mal an die Hülle erinnern, ne? Ich kann mich überhaupt nicht mehr an das Zeug erinnern. Ich bin komplett falsch abgebogen, glaube ich. Da ist er doch runter. Ja, genau.
Boah. Das war eigentlich eine große Höhle, ne? Na gut, aber hat er gesehen, da sind nur Rubine drin und so. Gegnerteile ist ja nicht wichtig, ja. Die kleinen. Vor allem jetzt nicht mehr. Und sieh mal an. Ich hatte recht. Ein Juwel für den ganzen Schmarrn. Und nun? Ist unten noch eins? Mike, es gibt keine 100 Juwelen, es gibt nur 80 Juwelen, der Güte. Ah, hast du dich vertan? Ich hab mich vertan, ja. Aber es liegt auch daran, bei... bei jeglichen Spielen von Nintendo ist es so, dass die Höchstpunktzahl halt... Und hier, sag schnell, 120 sind. Okay, also es sind nur 80. Genau. So, die, also wir bräuchten jetzt noch... Ich glaube, was war das denn gerade für ein Bug? Hat einfach gespielt, obwohl ich das nicht in der Hand hatte. Egal. So können wir ganz einfach nach oben. Achso, es ist Nacht. Ah. Kannst du mich bitte nach ganz oben packen und nicht hier hin? Bitte, bitte. Nein, ich bin immer noch hier. Ach man, ich will den ganzen Weg nicht zurücklatschen. Nur weil es Nacht ist. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft. Den stört das bestimmt nicht, wenn ich bei denen schlafe. Das kann ich keiner auf dem Boden schlafen. Nicht. Die Mutter sowieso auf dem Sink. So wie bei Pokémon die Mutter. So. Let's go. Ganz auf jeden Fall vielleicht nochmal gleich zur Kürbisbar hingehen. Ich glaube, da könnten auch noch ein paar Quests sein. Aber ja, ansonsten haben wir schon alles. Haben wir bei der anderen? Da haben wir doch schon alles. Da haben wir auch schon die Güte. Hast du da auch schon gespielt? Was gespielt? Okay, ich glaube, du warst noch nicht am Spielen. Okay. Da gibt's ein Minigame? Da gibt's ein Minigame. Okay. Was, also Ingi sagt, wir sind hier erstmal fertig auf dem Wolkenhort und gehen jetzt erstmal ein bisschen rumfliegen. Genau. Du gehst erst, also ich würde erst mal sagen, mach erstmal das mit Terry. Bitte, bitte. Weil das ist, glaube ich, das, was jetzt gerade noch am schnellsten ist. Ja, aber du meinst auf seiner Insel. Nein, nee, 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 nee. Aua. Also. Oh oh, das ist hier so schräg ein bisschen. Komm, ja, jetzt okay. Ist ein bisschen schwierig, da manchmal drauf zu gehen, aber ich glaube, da muss man auch manchmal warten. Lalala. Terry, ich bin wieder da. Und das nicht wegen dir, sondern das wegen deinem schönen Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Armer Terry. Ich kann den ganzen Tag nicht ausruhen, muss die ganze diese scheiß Pedale. Muss halt dich mitschleppen. Er ist weg. Er ist nicht mehr hier. Was macht er nachts? Und wo. Wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind auf der Insel! Oh, schaut mal, er macht ein Lagerfeuer! Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Oh, du bist also aufgewacht! Du hast so putzig ausgesehen, als du geschlafen hast. Da wollte ich dich nicht wecken. Aber du warst ziemlich schwer. Oh. Wo bin ich? Nun, dies ist mein Zufluchtsort, wenn man es so nennen möchte. Weißt du, ich übernachte immer hier. Im Grunde gibt es hier eigentlich nichts Sehenswertes. Aber ich bin für mich allein und genieße die Ruhe. Du kannst morgen mit mir zurück zum Wolkenhorn fliegen. Dein Wolkenvogel schläft ja bereits tief und fest. Wenn du willst, kannst du dich bis morgen im Bett ausruhen. Was? Irgendwas an mir ist anders als zuvor? Meine Sprechweise? Meinen Sie, du und wenn schon, das ist doch jetzt nicht von Bedeutung. Ja, wir sind Kumpel. Wisst was? Wissen wir doch. Du siehst aus, als würdest du wissen wollen, was das ist. Ich erklär's dir. Das hier ist ein unglaublich seltenes Insekt, von dem es nur sehr wenige Exemplare gibt. Ein Dämonenkäfer. Ich liebe ihn über alles. Ach, ich könnte ihn stundenlang einfach nur still betrachten. So. Du musst dich hier mal... Ich will mir den anschauen. Okay. Ich nehme den mal. Hier, wie glaubt ihr? Achso, okay. Na gut, da ist halt nichts Neues. Gibt es hier was zu erkunden bei Nacht? Und ja. Das nachts, ja? Und das wo? Zum Beispiel da oben, siehst du das, was da ist? Da kannst du reinspringen von Therese's Gebäude aus. Achso, so, ich dachte, ich soll da jetzt mit dem Haken. Der Haken! Nee, wir sollen da. Ah, von hier wahrscheinlich. Yep. Oh. Waren nicht welche auch bei Therese's Insel? Scheinbar muss ich den Stein noch aktivieren. Wahrscheinlich den Eldin, oder? Da wollten wir sowieso halt noch hin. Um ein paar Steine zu aktivieren.
Weil ich glaube, da haben wir viele noch nicht aktiviert. Können wir gut vorstellen. Ja gut, dann müssen wir ja noch ein anderes Mal hin, ne? Ansonsten können wir nichts machen. Ja. Schade. Na gut, trotzdem schön Bekanntschaft zu machen mit dir. Ja. Ich glaube, da kann man aber bestimmt einfach so hin, oder? Oder braucht man dringend das hier von Terry? Ich hab keine Ahnung. Oh, ist. Nein, nein, auf dem Shop, auf dem Propeller war's. Da oben? Ja. Ich habe eigentlich auch gedacht, in der Höhle drin, aber das ist das letzte tatsächlich, was dir fehlt. Danach hast du alle und danach sind nur noch Sidequests zu machen, 3 Stück. Also, es fehlt jetzt von den rumliegenden nur noch das da ganz oben. Gab's da irgend so einen Punkt zum Greifen? Die Kamera hat mir nichts angedeutet. Ich muss mal gucken. Obwohl, vielleicht die Leiter hoch, vielleicht reicht das schon. Aber nachts, ne? Ja. Ja gut, dann muss ich nochmal schlafen. Ne? Bam! Da ist gar nichts. Woran stößt du dich? Okay. Also, hier hochklettern. Moment. Boah. Mit dem Käferlein. Ach so. Ja, das macht Sinn. Los, Peter! Schnapp ihn dir! Woo! Yeah! Okay, wird gleich angezeigt. Passt. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Eldin wieder. Also mit gleich mache ich in der nächsten Folge. Lull!